Jo, hallo Leute, hier ist wieder mal euer Kito. Heute jetzt wieder mit einem Splatfest weiter. Ja. Ja, Platin-Punkte. So. Und weiter jetzt mit. Und ich probiere auch jetzt bei, auch wenn es jetzt gerade off-topic ist. Ja, das ist das Sommersplatfest. Ja, Juli. Nächste Woche ist übrigens auch die Anime-Messe in Babelsberg. Das heißt, an den Wochenenden wird es, auch wenn bei mir sehr selten jetzt Videos kommen, sowieso keine Videos kommen. Gut. Naja, ich finde die Thematik zwar nett, aber nein, mehr auch nicht. Gut. Ich habe mich ja noch nicht für ein Team entschieden. Und wie gesagt, es werden immer nur drei Folgen kommen. Wie gesagt, Donnerstag für meine YouTube-Kollegen bin ich, stehe ich nicht zur Verfügung, weil ich mich dann auf den Freitag vorbereiten muss. Weil ich da dann mein Messebudget auch noch abholen muss. Ach, stimmt ja. Was würdest du für einen Tag mieten? Ein Strand wäre nicht schlecht, aber der hat einen Vergnügungspark. Naja, der Trubel wäre mir auf Dauer nicht. Ich gebe zu, ich bin teilweise. Das hat sich bei mir, hab ich selber gemerkt, teilweise introvertiert. Also so mit Menschengedränge kann ich auf Dauer nicht ab. Gebe ich so zu. Ja, Tritons Hörner habe ich nicht. Bäh. Die sie alle einen Palast haben wollen. Ich werde nur drei Kämpfe machen, dann ist Feierabend, weil ich hab auch bei der. Zwar ist es nicht ganz so warm draußen bei mir, aber trotzdem. Bei mir steht noch die feuchte Luft vom Vortag drinne. Gut. So, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Und wie gesagt, ihr könnt auch noch. Ist mir egal, was ihr jetzt sagt. Ich bin Fan der Serie. Ein kleines Let's Show zu Persona 3 Reload machen. Ist momentan im Game Pass. Ich muss mal kurz meine Ohren laut machen. Die Lautstärke von meinem Kopfhörer leise machen. Ich habe ja einen externen Verstärker gerade dran. Ja. Was würdet ihr von halten, dass ich ein Let's Show zu Persona 3 Reload mache? Ist ein Remake zu Persona 3. Eine Spin-off-Reihe der Megami Tensei-Reihe.
Gut. Na, mal sehen, ob meine Skills nicht eingerostet sind. Naja. Ich spiele schon seit etlichen Zeiten Splatoon. Seit dem ersten Teil an. Und ich denke mal für die Switch 2 oder wie sie auch immer so heißen wird, wird es wahrscheinlich auch noch ein Splatoon geben. Weil wenn der Support bald aus... Wenn bald dann keine Splatfeste mehr laufen auf den dritten Teil. War ja bei Splatoon 2 auch so. Gut. Okay. Nun mal jetzt zur anderen Thematik. Einfärben. Naja, und ich hab mich gerade selbst gekillt, ich Trottel. Meine Güte, ich bin doch voll depp. Ja. Ja, gleich mal weggesplattet vom Sniper. Verflixt und zugekleckst. Verschwindet hier. Und tschüss. Oder auch nicht. Misty. Die gewinnen das Spiel. Meine Güte, immer diese Pro-Gamer. Naja, das liegt daran, dass ich nicht mehr so oft gespielt habe. Und tschüss, Game Over.
Blöd. Gut. Und los jetzt. Runde 2 von 3. Der Hack wird nur 3 Kämpfe machen. Ein 10er Kampf, ja. Gut. Und wieder verloren, weil die Deppen vom Gegnerteam wieder zu stark sind. Bei der Ordnona Inari-Maske einer.
Mann, was hab ich denn gemacht? Ich wollte. Ich stell mir ja den ständig an wie ein Lappen. Gut. Los geht's. Auf in den Kampf. Okay, jetzt aber aufs Ganze. Ja, ich versuche ein bisschen meine Taktik zu ändern. Und tschüss. Weg, 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 weg. Das wird hier zu hektisch. Mistsack! Hätte ja beinahe klappen können. Brauche nicht mehr versuchen. Oh, den versuchen, ich hab die volle Breitseite bekommen. Gut. Okay, das war's jetzt für heute. Noch mal das abholen, warte ich mal vom letzten Mal.
gut, Feierabend für heute. Gut, hier ist euer Akito von Akito Genie German hier auf YouTube. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar von euch freuen. Und wenn ihr neu auf meinem Channel seid und noch keins meiner Videos mehr verpassen möchtet, würde ich mich auch über ein Abo freuen und vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren. Okay, bis dann, ciao, reingehauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.